Also ja, wir lieben große Abenteuer und verrückte Erfindungen einfach über alles. Und du? Ja? Dann bist du hier. Hier, genau richtig. Weil, was du hier siehst, ist nicht nur unsere Werkstatt, sondern auch unsere Base für unsere Abenteuer. Ich bin übrigens... Kannst du mir kurz helfen? Ich bin übrigens Paul. Soll jetzt erstmal den Film drehen? Okay. Wir sind übrigens... Nee. Wir sind übrigens... Nochmal. Wir sind übrigens ein... Das ist echt hart, Mann. Zwillinge, müssen wir eigentlich sagen. Okay. Wir sind übrigens ein eigener Zwillinge. Okay. So, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum wir machen, was wir machen. Ja. Warum sind wir Abenteurer und Erfinder? Naja, wir glauben eben, dass Neugierde und Mut in unserer Welt wahnsinnig wichtig sind. Ganz einfach deswegen, weil es Neugierde und Mut braucht, um sich zu öffnen, um andere Menschen vor allem als Mitmenschen zu sehen und sie nicht einfach als eine Nationalität, Kultur oder Religion abzustempeln. Nur dann kann man sich eben wirklich inspirieren lassen durch all diese wunderbar einzigartigen Orte und Menschen, von denen es so verdammt viel gibt. Und genau deswegen versuchen wir auch andere dazu zu motivieren, an ihren Träumen festzuhalten und neugierig zu bleiben. Wir wollen mit unseren Abenteuern andere Menschen dazu auffordern, den Mut zu haben, herauszufinden, wozu sie fähig sind. Und was wir als nächstes vorhaben, ist mit diesem Gefährt hier 6 Monate lang quer durch Alaska fahren. Den Trailer zu dem Projekt findet ihr übrigens hier. Das Gefährt ist komplett pedalbetrieben, das heißt nur mit Menschenkraft betrieben. Und es ist ein Amphibienfahrzeug, das heißt, es kann nicht nur auf dem Land, sondern auch auf dem Wasser fahren. Und auf dem Land, wenn es mal extrem unwegsames Gelände wird, kann es nicht nur rollen, sondern auch laufen, weil Laufen einfach nach wie vor die geländegängigste Methode ist. Und auf sehr weichen Untergründen kann es dann nicht nur laufen, sondern eben auch warten, um sich zum Beispiel am besten durch tiefen Schnee fortzubewegen. Diese Version des Fahrzeugs, mit der wir tatsächlich nach Alaska fahren werden, wird in den nächsten Wochen und Monaten hier in der Werkstatt fertiggestellt. Und den Fortschritt zeigen wir euch natürlich jede Woche Mittwoch hier in unserem Vlog. Wenn du wissen willst, wie unser Abenteuer weitergeht und ob unsere Erfindungen und Ideen überhaupt jemals funktionieren. Und wenn du dabei sein willst, wie wir mit diesem Fahrzeug quer durch Alaska fahren, dann abonniere diesen Kanal. Und am besten noch die Benachrichtigung dazu aktivieren, dann kriegst du auch mit, wenn wir jeden Mittwoch ein neues Video hochladen. Du würdest uns wahnsinnig helfen und ganz ehrlich, wir brauchen den Support. Also bitte, wenn dir gefällt, was du siehst, einfach hier auf den kleinen roten Button klicken. Einfach auf diesen, siehst du den nicht oder was? Hier, den kleinen roten Button, hier unten rechts, hier, soll ich ihn für dich klicken oder was? Soll ich ihn, au! Dran! Klick einfach diesen kleinen Button hier, ich komm da irgendwie nicht ran, einfach, danke, wir sehen uns nächsten Mittwoch, danke.